What you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Just like that, the god took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir Genshin Impact. Es war ein bisschen problematisch, das gerade aufzunehmen. Zumindest die ersten Szenen von dem... Sie streckt sich erstmal, okay. Zumindest die ersten Szenen von den Cutscenes. Da hat OBS irgendwie die Echse nicht als Fenster erkannt und... und das war ein bisschen seltsam, ja. So, mittlerweile hat OBS es aber geschafft. Ich konnte es als Fensterdatei hinzufügen und... Darf ich mal bitte sagen, wie geil das einfach aussieht? Also es sieht schon echt nice aus. Ich habe offscreen ein bisschen die Einstellungen gemacht. Das Spiel ist übrigens vor 2 Tagen erst rausgekommen. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich kannte es null. Nur durch meinen Bruder bin ich zufälligerweise darauf gestoßen. Das Spiel ist grafisch wie Breath of the Wild. Also The Legend of Zelda Breath of the Wild. Was ja für Switch und Nintendo Wii U rauskam. Genau, es kam auch für Wii U raus. Und die Grafik ist auf jeden Fall sehr ähnlich. Dem Stil, also dem Stil. Und es sieht echt geil aus. Vor allem, nur dass wir hier noch mit WQHD spielen.
Vertikale Synchronisation habe ich aus und Bewegungsunschärfe habe ich auch aus. Anti-Aliasing lasse ich auf SMRA, glaube ich. Und der Rest, ja, 60 auf jeden Fall. Ton musste ich unbedingt runterschrauben. Die erste Aufnahme von diesen Szenen, die ich eben gesagt habe, das war so unglaublich laut. Das Spiel muss man echt um 50% runterschrauben. Sonst ist das so laut. Also auch über den normalen Windows-Sound muss man das runterschrauben. Sonst ist es einfach, sonst steht das hier auf 1. Weil das Spiel ist richtig laut. Sprache lasse ich, Textsprache natürlich auf Deutsch. Audiosprache lasse ich auf Englisch, weil ich sehr viele Spiele immer auf Englisch spiele. Auch wenn ich die bei Animes normalerweise japanischen also Hintergrundsprache geiler finde. Ja, weil, ja, Japanisch ist einfach geil, wenn die da ausrasten und dann, oh ja, und was weiß ich, schreien und, ne. Ja, aber wir spielen hier auf Englisch, weil ich mag die englische Aussprache tatsächlich hier sehr. Die ist echt gut. Konto, anderes, keine Ahnung. Automatisches Ausrüsten habe ich deaktiviert, weil ich möchte eine starre Karte haben. Ich glaube, das wäre besser. Sonst verläuft man sich zu viel. Das Spiel ist ein wenig groß. Die Steuerung ist seltsam. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt machen muss. Und, Ethereum? Geburtstag eintragen. Geburtstag? 1.1. Wie viele Monate gibt es denn hier? Das sind die Tage, okay. Dann sind das die Monate. Okay, ja, keine Ahnung. So. Machen wir das. 7. Juli. 7. Juli, aha. Juli 31. Der Geburtstag ist, sobald du bestätigst, wirst du das Datum nicht mehr ändern können. Okay. Mir egal. Weltstufe. Während deiner erhöht sich auch die Weltstufe. Ah, natürlich werden dann deine Gegner auch stärker, die sich in dieser Welt herumtreiben. Interessant. Also so wie Skyrim aufgebaut. Skyrim ist ja auch so aufgebaut, dass du je höher dein Level wird, desto stärkere Gegner bekommst du. Und das ist hier auch, das finde ich sehr nice. Das finde ich sehr nice, dass sich das anpasst. Was das hier alles ist, keine Ahnung. Etheria war der Name, den ich mir einfallen lassen hatte für sie. Weil ich muss das Spiel ein paar Mal starten und gucken mit Einstellungen und so. Und ich hatte schon einmal eine Aufnahme gemacht, bis ich zu dieser Szene kam, wo ich mich entscheiden musste, ob ich Bruder oder Schwester wähle. Ich wusste aber nicht, dass der Bruder Äther heißt. Das ist ein absoluter Zufall, dass der Name Etheria oder Etheria. Ja, das war echt mega Zufall. Okay. So, jetzt aber genug gelabert. Wir, genau, wir strecken uns erstmal. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Das ist nämlich nur so eine Sache, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob das nicht doch nur zu laut ist oder nicht. Wir müssen hier Paimon folgen, unserer Begleiterin, die wir vor 2 Monaten kennengelernt haben. Oh geil, es gibt Nass-Effekt. Ah, wenn ich nass bin, kann ich weniger rennen oder was? Bin ich dann langsamer? Oh Gott. Drücke linke Maustaste, um anzugreifen. Okay. Yo. Okay. Ich kann schnelle Schläge. Yo. Okay. Wie schön das aussieht. Okay. Hä? Ein Goldkrebs. Was? Ich konnte da irgendwas aufsammeln mit F. Konnte ich das, glaube ich, machen? Drücke F für zur Interaktion in der Nähe eines Teleportpunkts. Okay. Mach ich mal. Oh. Okay, wir sind da. Also da. Okay. Wie kann ich die Karte mit M? Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube. Ich glaube, es ist sehr groß. Okay, man kann raus, reinzoomen. Ich glaube, das Spiel ist sehr groß. Hey, da ist was. Ich will das haben. Oh, geil, ein Echsenschwanz. Okay.
Erinnert mich sehr an Breath of the Wild. Ich hoffe, dass die Aufnahme auch ruckelfrei läuft. Wechseln. Oh, man kann klettern. Oh lol. Nice. Okay. Drücke B, um dein Inventar zu öffnen. Aha. Okay, das ist ausgerüstet. Objekte. Oh. Ein Echsenschwanz. Okay. Last 2 von 30.000. Das heißt, man kann looten ohne Ende. Geil. The path ends here. Guess we'll just have to climb. Juhu. Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Okay. Okay, let's take the route we planned. We're off to a statue of the seven. Ich mag die Which kleine. Of the seven are you looking for exactly? Stimmt. Unser Bruder wurde von einem der Götter der Ordnung? Göttin der Ordnung? Irgendwie sowas entführt? Kidnappt? Und warum wir hier gelandet sind, wissen wir auch nicht. Wir können rennen. Okay. Ihr wisst ja, dass ich von The Witcher 3, das übrigens noch nicht beendet ist, denn Genshin Impact kommt nicht jeden Tag. Ich weiß noch nicht, wie genau ich das hochladen werde. Vielleicht einmal pro Woche. Weil Witcher 3 zieht ja doch noch immer das meiste. Dämmerfrucht, okay. Okay. Nice. Okay, springen können wir auch. Juhu. Das kostet auch keine Ausdauer. Vielleicht einmal am Sonntag. Einmal pro Sonntag. Dingsbums und dann vielleicht einmal einen hochladen, eine Genshin Impact Folge. Wie lang die Folgen werden, weiß ich nicht. Die können auch manchmal über 30 Minuten lang sein. Das hängt von euch ab, wie ihr Lust habt, die Folgen zu bekommen. 30 Minuten ist immer so mein Standard für Open World. Weil, ja, bei Witcher kann es auch manchmal 35 oder 40 werden. Ja, ich weiß noch nicht. Oh, ich glaube. Alter, das sieht verdammt nice aus. That's a statue of the seven. Das ist die Statue der Sieben. Okay. There are a few of these statues scattered across the land to show the Seven's protection over the world. Mhm. Among the seven gods, this god controls the wind. Okay. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's the reason why. Mhm, okay. Wollt ihr eigentlich, dass ich das vorlese? Ja, ich denke mal schon, ne? Ich lese. As we all know, poetry and language flow like the wind. Obwohl, nee, das ist gar nicht möglich, das zu vorlesen. There'll definitely be someone there who knows about your brother. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Das erinnert mich sehr an Breath of the Wild gerade, wo man vom Plateau runterkommt und dann hier runter den Weg und dann den alten König trifft. Und was bist du denn für ein Knuffi? Stopp! Luffy! Nein, ich schlage es jetzt nicht. Ich will es nicht töten. Ich meine, wir sind seit 2 Monaten hier. Das ist ja nicht unsere Welt. Oh ja, sorry, Paimon. Ich komme. Ich mag Paimon. Ich finde die jetzt schon sympathisch. Zuckerblume. You can swim right over. Okay. Ja, geschwommen sind wir ja schon ein bisschen. Wir haben... Ich habe noch nicht erwähnt, dass das Spiel ein Singleplayer ist. Weil als mein Bruder mir das erzählt hatte, sagte er so, ja, das ist so ein Legend of Zelda, Breath of the Wild, nur im Anime, mit Anime. Und da dachte ich so, what? Kenn ich nicht, noch nie gehört. Und ich dachte dann sofort, oh geil, das ist ein MMO. Aber nein, es ist ein Singleplayer. Als MMO... Wenn das ein MMO wäre, ich glaube, das wäre ziemlich geil geworden.
fucking nice sieht bitte das Wasser aus, Alter. Echt nice. So, gucken wir mal direkt hier. Oh. Ach du. Uff. Also, ich habe ja gesagt, dass das Spiel groß ist. Aber ich glaube, das ist riesig. Oh Mann. Bitsommerhof. Okay, das sind Dungeons, oder? Sieht so aus. Boah, das ist ja geil, dass hier noch Dungeons gibt. Aber wie geil ist das? Was passiert, wenn ich ranzoome? Okay, ich dachte, das ist vielleicht noch... Ah, okay, doch, die Objekte... Da werden so Objekte aufgeploppt. Ah, okay. Okay, nice. Ja. Nice. Oh, Abenteuerstufe 2. Did you just feel the elements of the world? Ja, hab ich. Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. Ja. Elementare Anemokraft. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Ja, Uh-huh. It's because you're not from this world to begin with. Ja, wahrscheinlich deswegen. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt? Cool. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of Anemo. Mhm. Ach, Anemo ist die ist der Gott des Windes. Okay. So perhaps because you got power from the god of Anemo, you can find some clues there. Mhm. Ja, there vielleicht. Are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your brother. Ja, das stimmt auch. Die bekommen einiges mit. Let's move then. Yes, Paimon. The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. Ja. Wahrscheinlich. Huh, hallo. Drücke E, um deine Elementarfähigkeit auszulösen. E. Oh. Okay. Halte E gedrückt, um den Effekt zu verstärken. Uff. Okay. Halte Q gedrückt und deine Spezialfähigkeit. Alles klar. You got from the Statue of the Seven. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? G, wichtige Information. Mauszeiger anzeigen. Alt und die Maus Alt-Taste gedrückt. Damit kannst du in Buttons die Fenster wählen. Ah ja. Ja. Hier, dann hat man dieses... Okay, das kenne ich schon, das System. Dieses, dass man den Mauszeiger anschalten kann. Nur, das, ich kenne das nur von Steuerung. Halte die Alt-Taste um den Mauszeiger ans Left-Alt. Was ist denn Left-Alt? Naja, habe ich hier. Okay, was ist denn Steuerung? Rennen aktiviert, gehen aktiviert. Ach so, gehe ich nur und so renne ich. Ah, aha, okay. Okay. Kann ich hier noch irgendwas... Ah. Schön. Legen der Statue. Ach, schön. Okay. Figur? Wiederherstellung? Okay. Okay, die kann also Leben wiederherstellen. Was ist da? Ist das eine Schatzkiste? Das ist eine Kiste, oder? Ja, auf jeden Fall. Hey, du kleiner Schleimi. Ich kann gedrückt halten. Ja, Kenntnisse für den Kampf. Das ist wichtig. Elementarenergie wird aufgenommen. Sammle die Elementarkristalle und Elementarteilchen ein, die deine Elementarenergie wieder auffüllen. Diese Kristalle und Teilchen entstehen, indem du Elementarschaden verursachst und Gegner besiegst. Okay. Okay, weiter. Hallo? Hallo, bitte. Ach so. Okay. Ja, okay.
What the? Wow, what is that? There's something huge in the sky. Yeah? It's headed towards the heart of the forest. We must proceed with caution. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja, es ist eine Schatzkiste, lol. Cool. Kann einfach so wohl Truhen finden? Eine einfache Truhe. Oh, ich muss die selber aufsammeln. Uff. Aufzeichnungen eines Lehrling. Material für Waffen-EP. Mhm. Mora, das ist die Währung. Hab ich das richtig verstanden? Mora ist die Währung. Okay. Ich hatte gerade eine Idee, wie ich das mit den Folgen mache. Und zwar bringe ich dann einmal samstags eine 30-Minuten-Folge und einmal sonntags eine 30-Minuten-Folge. Das müsste doch eigentlich in Ordnung sein. Weil Witcher ist immer noch das Hauptspiel. Witcher kommt jeden Tag. Auch am Wochenende. Und dann habt ihr am Wochenende halt nochmal zusätzlich dann zwei Folgen mehr. Für mich ist das auch nicht so problematisch, weil ich würde das Spiel jetzt, keine Ahnung, ich habe nicht so viel Zeit. Auf jeden Fall 2 Stunden spielen. Oder eine Stunde zumindest. Okay, springen kann ich auch, wenn ich klettere. Ich weiß, ich komme schon wieder vom Weg ab. Geh tiefer in den Wald hinein. Ja. Die sind voll süß. So stelle ich mir das vor. Knuffige Gegner. So. Okay. Schleimabsonderung. Iiii. Das ist eine Kiste. Die ist aber so rot. Kann ich die nicht öffnen? Oh Gott. Hier, Wimbling. Aua. Ich brenne ein bisschen. Jetzt kann ich das auch öffnen. Okay. Drücke C, um das Figurenmenü zu öffnen. C, Figurenmenü. Oh Gott. Warte. Okay. Da habe ich irgendwas, was ich anlegen kann. Hier, das hier. Anlegen. Verstärken. Man kann das auch verstärken. Okay. Die geben jetzt Bonus-Effekte. Ah ja, 129 Leben. Okay. Und man kann Sets finden. Okay. Sternbild? Das ist ja wirklich so Skyrim. Okay. Vortex Stellaris. Das hört sich schon sehr geil an. Talente. Mhm, okay. Und Daten. Geburtstag, ja, Zugehörigkeit, keine Ahnung, göttliches Auge. Sternbild Viato. Der Hüter stirbt und der Schaffer ist noch nicht geboren. Doch die Welt wird nicht mehr brennen, da du Göttlichkeit erlangen wirst. Hintergrund. Okay, Figuren hinter... Ach du Gott. So viel gibt's. Okay, das können wir uns irgendwann mal anlesen. Das Spiel ist... riesig. Und wichtig, das habe ich noch gar nicht erwähnt, es ist momentan noch komplett kostenlos. Wo ihr das runterladen könnt, einfach auf die Internetseite von denen gehen. Im Steam-Shop gibt es das nicht. Ich weiß auch nicht, ob es da kommen wird, vielleicht. Könnte sein, aber momentan gibt es das auf der Hauptseite zum Runterladen, for free. Also ihr müsst einfach nur runterladen klicken. Dann wird der Installer installiert. Dann geht ihr auf den Installer und der lädt dann das Spiel nochmal runter. Und dann habt ihr es auch. Das sind 11 GB. Bei mir hat es eine Stunde gedauert. Normalerweise geht es schneller, aber ja. In Deutschland sind aktuell, glaube ich, gerade Probleme mit dem Internet bei Telekom. Deswegen haben manche da Probleme mit gehabt, das habe ich gelesen. Aber ja, ich hatte kein Problem. So. Hier ist noch ein Wagen. Kann man da irgendwie was machen mit? Oder looten? K.
Okay, man kann auf jeden Fall rennen. Okay, und das Springen während des Rennens braucht auch keine Ausdauer. Die ist ja eigentlich nice. Was ist das da oben? Warte, Alt. Nicht hier oben drauf. Errungenschaft. Aha, okay. Welt der Wunder. Einsam. Nice. Okay, man kann es also... Oh Gott. Oh Gott. Alles klar. Das wird schon mal kein 100% LP. Nachrichten. Besonderer Windgleiter. Flügel der Kameradschaft. Ah, ja, stimmt. Das bekommt man, wenn man das... Genau. Das bekommt man geschenkt hier. Im Postfach. Stimmt, da habe ich gelesen. Oh, man bekommt hier schon sehr geile Sachen. Das sind, Start. Belohnung für 3 Millionen Voranmeldungen. Oh Mann, ey. Sondergeschenk, genau. Und hier kriegt man noch das. Ich weiß nicht, wofür man den braucht, aber ich wusste, dass man irgendeine Belohnung bekommt. Okay, dann haben wir die schon mal Gut. Probleme beim Ausführen von Aufträgen. Wir haben die Meldung erhalten, dass einige Spielprobleme Fortschritt Pfad. Okay. 9 Säulen. Okay. Das ist aber schön. Die haben so einen internen Belohnung. Dankeschön für die Servereröffnung. Flügel der Kameradschaft, genau. Also wenn ihr es jetzt noch runterladet, könntet ihr die... Ich glaube, es gilt nur bis... Oder ist das schon abgelaufen? Man konnte sich nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das auf jeden Fall sichern. Also hier gibt es allerlei mögliche Sachen. Ich habe keine Ahnung, was sie damit meinen. Man kann... Ah, Aktion. Dauerhaft. Ach, man kann hier ein bisschen Ingame-Stuff kaufen. Oder wie? Ach nee, das sind Anmeldeaktionen. Okay. Gut, ich verstehe noch nicht so viel von dem hier, aber interessant. Ach, wir können noch was Neues ausrüsten. Ne? Hier? Nee. Ich hab doch gerade gesagt, ich kann irgendwas ausrüsten. Die Attribute. Hochstufen. Stufen ist wie hoch? Ah. Okay. Aufzuwendende Menge. Ah, das sind so Erfahrungsbücher. Material, die für Figuren-EP. Figuren-EP, das hört sich auch lustig an. Enthält 5000 EP. Auf 5! Jo! Direkt. Ja, klar. Okay, sollte man die sparen? Wir nutzen mal 1 und das reicht. Okay, man kann also Level Up schnell machen. Material für Waffen-EP enthält 2000. Gebratener Kartoffelpuffer. Sahne-Eintopf. Oh Gott. Ich bin jetzt schon überfordert. Also, das ist genau dasselbe Gefühl, was ich damals hatte mit Breath of the Wild. Oh. Leute, sind das Bockblins? Die sehen dann auf jeden Fall ähnlich. Vor allem, dass die auch diese Holzkeulen haben. Ich würde mal sagen, wir machen hier direkt mal unsere... Boom. Aua. Yo, nice. So, nice. Zerbrochene Maske. Mhm. Oh, warte, kann man diese Kisten kaputt machen? Müsste doch. Ja, nice. Finde ich schön. Man kann auch sogar Büsche kaputt machen. Das finde ich schön. Das geht nicht. Hier sind auch nochmal Kisten. Oh! In der geheimen Kiste. Okay. Und hier ist eine hübsche Truhe. Okay. Kann ich da drüber laufen? Nee. Okay. Ich muss das also immer selber aufsammeln. Okay. Schon nice. Okay, warte. B ist Inventar, richtig? Oh, was ist das? Niemandnebel.
Was kann ich denn damit machen? Das ist auf jeden Fall ein Stufe 5 Objekt. Ich glaube, das ist ziemlich selten. Oh Gott. Oh Gott. Ah, das sind die Dinger, okay. Ah, das können wir jetzt ausrüsten. Ah. Oh. Verteidigung plus 5,2. Und, was ist das? Aufzeichnungen eines Lehrlings. Okay. Keine Ahnung. Also, keine Ahnung, was das. C ist das Figurenmenü. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Hier haben wir das Neues bekommen, nämlich das da. Anlegen. Und wir haben einen 2-Set-Effekt. Erhöht die maximalen LP um 1000. Yo. Jetzt haben wir schon direkt 2000 Leben. Wir sind ja schon mit 900 irgendwas gestartet. Das ist schon nice. Okay. Finde ich gut. Also, das ist echt... Oh mein Gott. Ah, sie klettert auch automatisch hoch. Finde ich sehr schön. Kann ich auch schleichen? Ja! Boom. Ciao. Okay. Ah, die sind verbrannt. Die sind verbrannt. Okay. Einfache Truhe. Eines Streuners Gedanken, okay. Wanderarzt Taschenuhr. Oh Gott, schon wieder was zum Ausrüsten. Ja, schon wieder was zum Ausrüsten. Okay. Dann anlegen. Okay, Wanderarzt. Das ist aber. Wir haben hier Abenteuer. Nee, hier ist auch Wanderarzt. Nummer eines Abenteuers. Ja. Ach nee, das ist, was ich noch ausrüsten könnte. Erhöht den passiven Heileffekt. Nö, nee, ich hole die 1000 LP, das ist ja viel geiler. Ne? Voll. Da ist auch noch eine Kiste. Also hier ist ja alles. Voll versteckte Kiste hier. Mega, ne? Also ich finde dieses System so gut einfach, dass überall einfach Kisten sind. Das habe ich schon in Breath of the Wild so hardcore geliebt. Die Musik. Oh, schön. Oh, hier ist noch ein Lager. Boah, holen wir direkt mit, hä? Ja! Ich meine, wenn wir schon da sind. Wimbling! Hui! Wimbling! Ah, und die, wir haben keinen Mana. Okay. Wir haben keinen Mana. Wir haben nur, einen Cooldown. Das finde ich ja noch besser. Finde ich schon mal echt gut. Kein Mana. Eigentlich mag ich Mana. Aber wenn es einen Cooldown gibt für Fähigkeiten, ist auch nice. Mag ich beides. Da oben geht es doch irgendwo hin. Aber ich glaube, wir sollten mal unten weitergehen. Hier liegen noch Sachen. Gönnen wir uns. Da hinten bei dem Haus waren wir. Wo müssen wir überhaupt hin? Ah, da. Okay. Ja, wir sind bei 30 Minuten angekommen. Erster Eindruck vom Spiel. Geil. Absolut geil. Sehr schönes System. Aber ich würde mal sagen, dass ich das echt mache. Also am Wochenende dann 2 Folgen. Genshin Impact. Ich glaube, das ist machbar. Ich werde die erste Folge, also die Folge, nehme ich am Freitag auf. Und die kommt am Morgen schon raus. Das ist geil. So. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Genshin Impact weiterspielen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Auch wenn ich es, wie gesagt, absolut nicht kannte. Aber ja. So, jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Und tschüss.